Ja, klar, wir sind ja auch dumm. Das bleibt selbstverständlich im Video. Hey Freunde, herzlich willkommen bei RCKS und Co. Heute endlich mal wieder Lukas und Louis am Start. Wir sind hier wieder in dem wundervollen Dirt Park. Und ihr seht schon, wir haben Outcast 4SV2 und Graton 4SV2 nebeneinander stehen. Und zwar gibt es heute einen Vergleich von den beiden. Ja, wir zeigen einfach mal kurz jetzt hier den Chassis-Unterschied. Also eigentlich ist alles gleich, bis auf das, dass halt der Graton ein Stück länger ist. Wenn man jetzt hier die Räder exakt nebeneinander stellt, dann sieht man hier vorne, dass er halt ein Stück kürzer ist, der Outcast. Und auch am Chassis sieht man das Ganze. Ansonsten, ja, ich würde sagen, wir haben jetzt in beiden 4S drin und fangen jetzt einfach mal da hinten auf der Wiese oder so mit ein paar Wheelies an. Und später machen wir dann natürlich auch noch Backflips. Also bis gleich. Wir müssen selbstverständlich die Autos auch noch einschalten. 3, 2, 1. Geil. Geil. Einfach nur geil. Dann würde ich sagen, wir haben die Autos jetzt hier bereit und gehen mal nach da hinten. Versuchen mal. Scheiße. Was war das? Das Ritze jetzt schon wieder unten, oder was? Hä, oder was war das jetzt gerade? Nö. Ja, versuchen wir hier mal ein paar Wheelies zu machen oder wie. Oder auf dem Weg können wir vielleicht auch noch. Das muss ich natürlich wieder komplett nur auf Kamerabild gucken. Aber. Graton, ja. Uiuiuiui. Geht denn alles? Muss mich da echt mal noch dran gewöhnen, einhändig zu fahren und nur aufs Kamerabild zu gucken, weil dann können wir das nämlich öfters machen, dass zwei Autos gleichzeitig fahren. Es ist ganz schön anstrengend. Und mal mit Wheelie beide gegeneinander frontal zu fahren. Und dann Crash Am oder was? Chassis-Klatscher. Ja, genau. Das kann halt auch schief gehen, ne? Machen wir am Ja, Ende. machen wir am Ende. Gut, noch einmal Ich weiß nicht, ob Wheelie. ich so weit hochkommen will. Ja, doch. Sah eben schon gut aus. Hey, mein Chassis ist einfach trocken. Bunny Hop. Also die sind Bunny Hop. beide sehr Wheelie-freudig. Ja. Und jetzt liegt er auf dem Dach. An zu regnen. Ja, das Wetter hat jetzt überhaupt keinen Bock mehr auf uns. Wir auch nicht, aufs Wetter zumindest mal. Egal, wir filmen jetzt trotzdem. Alter, was ist das hier für Groß für den. ein Ja, also hier ist eigentlich definitiv zu wenig Platz, weil, ja, vermutlich auch das erste und letzte Mal, dass wir hier ein Video mit denen aufnehmen. Wir werden dann natürlich wieder Videos aufnehmen, aber halt nicht unbedingt auf der Location. Jo, der geht an 4 ist auch recht gut. Oh Mann, was ist das denn für. Alter, es ist ja schon fast wie ein Outcast, so wie der rumhopst und so. Jawohl. Ja, ich sag mal, für das, dass er länger ist, macht er eigentlich akzeptabel. Oh, au. Ja. Macht er akzeptabel Backflip. Jawohl. Die Kante. Ja, gerade so. Gut. Frontflip? Ja. Nö. Ja, Kann den da mal Frontflip. da hinten dann noch geben. Ja, stimmt, das können wir auch machen. Gut, dann. Jo, geht gut. Ja. Mach mal ein Double. Ja, gleich. Der war sauber. Oder fahr mal langsam hoch und geb dann Vollgas. Ja, das Das war. ist sowas, was Spoiler entfernt. Ja, ich glaube Okay, das habe ich vielleicht gerade nicht drauf gehabt. War jetzt nicht ganz so sauber. Manchmal rattert der so ein ja, bisschen. Irgendwas fällt sich schon wieder komisch an. Oh, wir versuchen jetzt ein Double.
Ja, die Landung war zwar nicht schön, weil der Ausflug auch nicht schön war, aber auch nicht sonderlich schön. Oh, gesund. Sehr ungesund. Mach mal rückwärts. Die ist das Schatti noch ganz. Ja, aber rückwärts haben wir zu wenig Schwung. Also ich kann mal einen Rückwärtssprung machen. Müssen, also wenn ihr mal wollt, dass ich beim Outcast mal die Motorstecker umstecke und wir dann mal rückwärts Backflips machen, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Bei 10 Likes machen wir das nicht. Okay, ich würde sagen, ihr habt jetzt genug gesehen. Die sind beide sehr stabil, Outcast ein bisschen flippiger, aber im Allgemeinen von der Power her schon ziemlich ähnlich. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch nach da hinten auf diese Sanding-Rampe. Also eigentlich ist beim Outcast wirklich so, du musst eigentlich einen Backflip machen, weil sonst kannst du den der Luft nicht anders kontrollieren. Ja, eben ist die Rutschkupplung aufgegangen. Die haben wir jetzt wieder zugemacht. Ein bisschen mehr als es eben war. Aber ja. Dann geben mal richtig, dass du da mit Vollgas drüber fährst oder so. Ja gut, Vollgas ist ein bisschen viel für den. Wirklich mies. Das ist noch mehr, also so ein Backflip geht eigentlich, aber sowas ist Überwindung. So, jetzt passiert es mal ein bisschen schneller. Ich sollte auch entspannen, was so ein zurückfahren, Backflip. Ja, und das meine ich, man kann entweder Backflip durchziehen oder. Schaffst du den Rekord vom Granite Doppel Backflip? Nee, heute nicht. Das versuchen wir in einem anderen Video. Ja, dann fährt der Granite auch. Ja, und dann können wir mal Vergleich machen. Oh, jetzt habe ich weg. Auf die Kamera geguckt. 2 Minuten. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt eigentlich noch Breaken und dann. Fast in der Pizza gelandet. Gut, dann machen wir einen Breaken weiter. Dann, oh, was war das denn jetzt? Dann haben wir jetzt hier Breaken am Start und versuchen hier auch ein paar Backflips, ein paar Hochsprünge. Alles, was man sich so wünscht. Ja, da sieht man dann doch nochmal einen deutlicheren Unterschied, dass er ein bisschen mehr Höhe oder Länge braucht. Aber ich bin echt mal gespannt, wie das dann mit Granite und Outcast wird. Weil da müsste es ziemlich ähnlich sein. Wasser? Matsch? Ja gut, okay, du sendest halt auf einer anderen Kategorie. Ja, das muss man auch mit dem ansonsten machen. Ach du Scheiße. Ja, der ist halt dann eher der wo in der Luft so normal fliegt, sag ich mal. Guter Backflip. Ja, ich habe hier allgemein noch nie so gern gesendet und eigentlich sende ich allgemein nicht gerne, weil du fliegst halt weit, du fliegst hoch. Die Chance, dass was kaputt geht, ist schon noch mal höher, als wenn du normal fliegst. Oder wie? So, weiter geht's. Ja, im Sommer, uiuiui. Stimmt, im Skatepark müssen wir dann auch mal noch mit denen fahren. Aber so langsam drüber geht nicht. Weiß nicht. Uiuiuiui. Da sind ja überall Pfützen. Ich finde das ja zauberhaft. Ja, da hinten sind überall Pfützen, wo du jetzt gerade fährst.
Uiuiui. Noch einmal richtig sein. Ja. Perfekt. So, also, ja, ihr habt gesehen, Outcast und Graydon sind verhältnismäßig ähnlich. In der Luft fliegen sie ein bisschen anders. Vom Wheelie machen her geht es auch ziemlich gut. Wenn ihr keine weiteren Videos... komm, das lassen wir jetzt einfach weg. Wir freuen uns auf weitere Videos auf jeden Fall im Skatepark im Sommer, wenn es dann auch mal wieder gescheites Wetter ist. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal bei Herzig, Gas und Co. Ciao, ciao.